Bibliothek, da habe ich mein Herz verloren. Ich sah dich stehen am Wegesrand, mit einem Buch in deiner Hand. Ich war sofort verknallt, bis überfreit vorhin. Wann darf ich dich wiedersehen, hab ich gefragt. Deine Antwort war, am besten heute Nacht. Hab ich gedacht, ich habe mir und mein Herz entscheidet. Wolltest du mich dann verführen, aber ich sagte nein, du willst mich töten. Bitte lehn ins Gesicht, doch ob du mich lieb hast, das weiß ich nicht, 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 das weiß ich nicht. Ein Jahr war schnell vorbei, dann traf ich dich in der Bühne. Du würdest jetzt studieren. Abends bist du zu mir gekommen. Ich hatte extra ein Bad genommen, um dir mit meinem Wohlgeruch zu imponieren. Dann warst du da, begann mit mir schon mit einer platonischen Diskussion. So schnell in der Luft hab ich mal entdeckt, was hinter den Studentinnen fast alles steckt. Du willst mich töten. Zeit einige Probleme. Da hat uns die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften so einen Schriftverkehr aufgezwängt, ungefähr mit dem Inhalt, dass das Lied Geschwisterliebe die Jugend in Deutschland verdirbt und sexualethisch desorientiert. Wir haben uns nochmal mit Vertretern der Bundesprüfstelle getroffen und sie haben uns bekehrt. Wir wissen genau, was Sie meinen, und wir sind auch Ihrer Ansicht. Es war falsch! Es war falsch! Und darum... Wir bereuen es! Und darum werden wir heute Abend dieses Lied nicht singen. Wir werden es aber spielen. Aber es kommt hin und wieder zu Komplikationen. Wir haben auf unserer letzten Tournee 8 bis 10 Anzeigen bekommen, als wir das Lied noch gesungen haben. Und das würde nicht nur uns betreffen, sondern jeden einzelnen Bundesbürger in diesem unserem Lande. Wenn er dieses Lied singt, macht er sich strafbar. Und das wollen wir nicht. Nein, Luther, ihr habt eure Jugend noch vor euch. Ihr seid so jung. Macht eine Bankkaufmannslehre. Oder werdet drogenabhängig. Aber singt nicht dieses Lied. Denkt an Uwe Barschel, er hat es auch versucht. Er ist nicht durchgekommen damit. Also, wir haben ihn erschossen. Mit eurem heiligen Versprechen, dass ihr das Lied nicht singt, spielen wir es jetzt. Habt ihr es versprochen? Okay, danke. Thank you.
die Ärzte in einer total ausverkauften Alabama-Halle. Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu Live aus dem Alabama. Zu Beginn dieser Sendung steht nochmal ein Rückgriff auf die Alabama-Sendung vom letzten Montag. Ihr habt wahrscheinlich mitgekriegt, dass das einige Schlagzeilen deswegen gegeben hat, für die, die es nicht gesehen haben. Die Popgruppe Die Ärzte hielt es anscheinend für nötig, während ihres Konzertes bei den Ansagen einen Bezug herzustellen, einen völlig unnötigen und dazu noch bescheuerten Bezug zu dem Tod von Uwe Barschel. Wir in der Redaktion sind darüber sehr sauer gewesen, aus begreiflichen Gründen. Zum einen halten wir es also für völlig idiotisch, was da gesagt worden ist. Zum anderen ist es natürlich auch letztlich das Ausnützen einer Live-Situation bei einer Gruppe, mit der wir vorher geredet haben, dass das Konzert so und so eben abläuft und nicht anders. Wir sind also darüber sehr verärgert gewesen und wir bekennen uns auch insofern schuldig, als wir uns dafür entschuldigen, dass das so gelaufen ist. Darüber hinaus hat der Intendant des Bayerischen Rundfunks sich bereits bei der Familie Barschel und in aller Öffentlichkeit auch bei allen Zuschauern entschuldigt. Und wir schließen uns dieser Entschuldigung im Namen der ganzen Redaktion an. Das ist nämlich nicht der Stil dieser Sendung. Das ist noch nie der Stil von Live aus dem Alabama gewesen. Und das wird es auch künftig nicht sein. Dafür stehen die Redaktion und alle diejenigen,